In dem Beitrag seht ihr vom Jugendzentrum Hanso-Siedlung das Teenie-Fußballturnier vom September 2023. Die Teenies vom Yugi Pahor hatten sich in Teams eingeteilt, um auf faire Weise den Sieg zu erlangen. Es gab auch am Ende eine Erfrischung. Leute, das ist mein erstes Dings da, mein erstes Turnier. Gib ihn. Ich habe eine Frage. Spielst du mit bei diesem Fußballturnier von Jutz Pacho? Ja. Okay, in welchem Team? Im Team Profi. Was oder immer noch kurze Videos. Was sagst du zu dem Spiel? Was soll ich sagen? 8 von 8. Ah, hey, Leute. Du? Der Effe, oder? Kann man auch nicht. Fertige Handschuhe, ne? Was sagst du zu dem Turnier? Du? Ja. Du? Hast du rote Karte bekommen? Ja. Was sagst du zu dem Turnier? Nix. Ich hab alles gegeben, Bruder. Ich sag, ich hab alles gegeben bei Verteidigung. Was sagst du zu dem Turnier? Ich hab doch nicht schon gesagt. Was sagst du zu dem Turnier? Scheiße. Profi ist fertig. Ich hoffe, wir sind zweiter Platz und wir werden noch zweiter. Ja, wir sind schon zweiter Platz. Aber was? Und ich hoffe, wir gewinnen jetzt das Match. Ja. Der dritte Platz hat 12 Punkte erzielt. Und diese 12 Punkte gehen an Fifi. Der zweite Platz ist mit 14 Punkten ganz knapp hinterm dritten. Und ein großer Applaus für Bomberklatt. Arjan! Ganz kurz, Dieter Neuler hat sein einziges Spiel verloren und mit 24 Punkten die meisten Punkte gemacht. Und hat eine Tordifferenz von 25 plus. Und der Coach, Ömer, ein Freund. Jetzt hast du am fairsten gespielt und darf jetzt auch nochmal vorkommen. Das ist wichtiger als gewinnen. Ihr habt das fairste Team mit am wenigsten Schimpfen, am wenigsten Fouls und keine Karten. Sehr gut. Du hast Respekt dafür, wirklich. Hallo. Super Turnier.